Hallo Jan, wie ist dein Eindruck vom Bundesparteitag? Sehr gut. Ich freue mich, dass der Bundesparteitag jetzt zum dritten Mal hier in Weinheim ist. Ich freue mich, dass wir hier Flagge gezeigt haben für die Freiheit und auch unserem Oberbürgermeister hier gezeigt haben, wie Demokratie richtig funktioniert und gezeigt haben, dass wir uns nicht erschüttern lassen von solchen Machenschaften, wie die linken Terroristen hier wieder durchgeführt haben gestern. Ich danke dir. Viel Spaß noch. Hat mir sehr gut gefallen, ist sehr informativ und konstruktiv verlaufen heute. Und dieser Parteitag ist auch wieder ein Beweis dafür, wie demokratisch es bei uns bei der NPD zugeht. Wenn immer behauptet wird, wir seien undemokratisch und es würde einfach nur alles bestimmt, haben wir heute bewiesen, dass wir demokratisch über alles, was wir wollen, abstimmen. Ja, ich denke, wir können auf einen erfolgreichen und durchaus sachlichen Parteitag hier in Weinheim zurückblicken. Und denke auch, dass der Vorstand mit unserem Bundesvorsitzenden Frank Franz und seiner gesamten Truppe uns zuversichtlich stimmen lässt, dass auch die NPD die kommenden Aufgaben erfolgreich bewältigen wird. Danke und auch dir viel Spaß. Danke. Also ich muss sagen, das Sicherheitskonzept ist sehr gut. Also man fühlt sich sicher, obwohl Hunderte von Antifas draußen sind. Es hat ja inzwischen auch schon 200 Festnahmen gegeben und so weiter. Also ist sehr gut gelöst. Natürlich der Parteitag an sich ist sehr trocken mit dieser neuen Satzung. Jetzt, wenn es eine Neuwahl gibt vom Parteivorstand, ist es natürlich viel interessanter. Ja, aber an sich auch sehr schön, weil man halt auch viele Kameraden trifft aus anderen Bundesländern. Genau, es ist quasi eine Zusammenkunft der NPD und es ist einfach schön hier zu sein. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir noch viel Spaß heute. Okay, danke. Ja, es ist mein erster Parteitag. Bin ja also ein Abgeordneter aus Berlin. Muss sagen, es ist eine etwas schwierige Anreise gewesen. War rundherum alle blockiert von Gegnern. Wir mussten also das Auto am Ende stehen lassen und zu Fuß uns durch die Polizeiabsperrung praktisch durcharbeiten. Aber die Polizei hat eigentlich gute Arbeit geleistet und hat am Ende dafür gesorgt, dass wir hier also heil überhaupt die Stadt alle erreichen konnten. Also über die Organisation bin ich sehr erfreut, bin zufrieden. Das Gebäude ist ansprechend, die Atmosphäre ist ansprechend. Und ich finde, trotz dieser trockenen Satzungsanträge, dass die Partei gut mitarbeitet. Ich danke dir. Bitte, gerne.